Hallo und herzlich willkommen hier bei Gartenkunstgenuss TV. Im Main-Kinzig-Kreis hilft das Förderprogramm mit dem Titel Unternehmen blühen auf, Firmen dabei, ihre Grünflächen insektenfreundlicher zu gestalten. Die Reha-Kliniken Küppelsmühle in Bad Orb haben an diesem Förderprogramm teilgenommen. Und mit ihrem Geschäftsführer Georg Freund habe ich mich darüber unterhalten, warum. Sehr komplexe Fläche, das muss man auch ganz klar sagen. Sie war schwer zu pflegen. Man hat über die Jahre hinweg ganz, ganz viele Dinge versucht. Man hat versucht, Sträucher drauf zu pflanzen und man hat versucht, Gras drauf wachsen zu lassen und es regelmäßig zu mähen. Dann war allerdings die Problematik mit dem Mähen. Es ist eine Fläche, die hier von den Häusern gut einsehbar ist. Und es ist eine Fläche, die natürlich vor der Kapelle, hinter der wir stehen, natürlich auch eine prominente Fläche ist. Und wir haben dann von der Situation her uns überlegt, was können wir mit der Fläche machen? Und dann sind wir ein bisschen auf die Suche gegangen. Ja? Und dann habe ich gesagt, das passt perfekt zu uns. Wir sind hier, wir haben eine Außenlage, wir haben extrem viel Platz. Und wir haben natürlich schon in der Vergangenheit auch immer wieder darauf geachtet, dass wir auch Flächen stehen lassen, Brennnesseln stehen lassen und so weiter und so fort. Was ich sehr, sehr interessant fand an Unternehmen blühen auf, ist, dass das wirklich einen objektiven, einen beraterischen Charakter hat, dass hier Professionalität mit im Spiel ist, dass wirklich geguckt wird. Ich meine, vorher hatten wir uns schon überlegt, nehmen wir jetzt einfach eine Wildblumenmischung bei Amazon, ja, und streuen die einfach auf die Wiese. Und ich bin sehr froh, dass wir das nicht getan haben, weil die Frau Dernbach, die ja dann uns beraten hat, uns ja auch wirklich gesagt hat, das wäre die völlig falsche Lösung gewesen, weil das eben nicht die richtigen Kräuter für die bei uns heimischen Insekten und Tiere sind. Ja, gut, man sagt ja immer manchmal, wir sind hier am der Welt, ne? In Bad Orb, der ein oder andere Patient, der kommt, der sagt, wo bin ich denn hier gelandet, so weit weg. Zum Schluss sagen sie dann, alles war super schön wegen der Naturnähe, weil sie ja oft aus städtischer Umgebung kommen. Also uns ist die Natur sehr, sehr wichtig. Wir sind hier schon immer im Bereich der Natur gewesen, schon immer nicht in einem städtischen Umfeld. Und für uns war es deshalb eine vollständig logische Konsequenz, unser Verhalten hier einfach weiter umzusetzen. Wir haben hier das Wasser, was aus dem Berg kommt. Wir haben hier so wahnsinnig viele Themen. Das ist für uns einfach sehr, sehr wichtig, die Natur und mit der Natur zusammenzuleben. Natürlich auch unseren Patienten die Möglichkeit geben, hier in dem edukativen Teil der Rehabilitation, der natürlich immer wichtiger wird. Ja, es wird nicht so sehr wichtig, dass jemand in der Rehabilitation abnimmt. Es wird viel wichtiger, dass er erklärt bekommt, wie er in
Zukunft weiter sein Gewicht hält. Ja? Das ist eigentlich immer mehr der wichtige Teil der Rehabilitation. Es geht viel weniger um Fitmachen. Wir können das nur initiieren. Jeder muss das weitermachen. Und da ist es natürlich hier bei diesem Programm auch. Wir können hier den Patienten erklären, was sind diese Wildkräuter, was können sie machen, was können sie mit nach Hause nehmen, was können sie dort in ihrem eigenen Garten weiterführen, wie können sie auch dort weg vom Steinhof oder vom steinigen Vorgarten hin zum Wildkraut im Vorgarten machen. Ganz, ganz wichtig, und deshalb ist es vielleicht auch so wichtig gewesen, dass wir bei dem Programm teilgenommen haben, wenn Sie so eine Wiese wie die hinter mir sehen und Sie schreiben nicht ein großes Schild vorne dran, das soll so sein, dann sagt jeder, Sie machen Ihren Garten nicht richtig. Und insofern ist es immer gut, wenn eine politische Organisation oder der NABU oder wer auch immer ein Programm startet, dass die Leute sagen können, hier, ich mache jetzt hier ein Schild hin, das soll so sein. Das ist nicht, weil wir nicht das Ding Rasen mähen wollen, sondern es ist einfach so gewollt, wie es da ist. Und akzeptiere das, und das ist wichtig für uns alle, und lerne, warum wir das tun. Also unser Konzept ist es, dass wir um die Häuser herum eine sehr gepflegte Gartenlandschaft anbieten, also auch kurzer Rasen. Dort wollen wir auch keine Maulwürfe und keine Mäuse und sonst was. Die sollen bitte nicht in der Nähe der Häuser sein und schon gar nicht in den Häusern. Ja, also in einer Klinik kann man sehr schlecht mit Mäusen umgehen oder auch in einer Küche. Aber was wir eben machen wollen ist, wir müssen sie natürlich dort auch verjagen, ist ganz klar, sonst geht es nicht. Aber wir wollen ihnen auch Alternativen anbieten, wo sie eben gut und nachhaltig leben können und wo sie auch ein Futterangebot finden und wo sie auch einen Lebensraum finden, der ihrem natürlichen Lebensraum entspricht, sodass sie gar nicht so den Drang empfinden, in unsere Häuser einzudringen, weil wir eigentlich natürlich, wie alle anderen, eine Maus ist, auf der Wiese ist es eine Maus und im Haus ist es Ungeziefer. Und wir wollen der Maus die Möglichkeit geben, kein Ungeziefer zu sein, sondern wirklich in ihrem Bereich leben zu können. Viel mehr Unternehmen daran noch teilnehmen. Und ich glaube, da geht es auch gar nicht. Ich meine, wir haben hektarweise Land und wir können hektarweise an solchen Sachen teilnehmen. Wir können auch ganz große mit Biotopen-Themen umsetzen. Aber es gibt auch kleine Unternehmen, die haben nur eine kleine Fläche. Ja, ein paar Quadratmeter vor ihrem kleinen Unternehmen oder eine Wiese, wo sie sich sagen, Mensch, da könnten wir das umsetzen. Ich würde mir wünschen, dass ich das noch mehr sehe. Ich sehe das schon. Oft natürlich auch öffentliche Flächen, die da umgesetzt werden. Aber ich glaube, wir als Unternehmer, und ich bin ja auch Mitglied der IHK-Vollversammlung, wir als Unternehmer müssen da unseren Beitrag auch leisten, dass die heimische Natur, dass die heimischen Kräuter überleben. Wir belasten die Natur in ganz erheblichem Maße. Und ich finde es nur fair, wenn wir sagen, wir geben da auch ein Stück zurück, weil kostentechnisch ist das Thema wirklich sehr überschaubar und es spielt eigentlich keine große Rolle. Die ganze Planung wird übernommen vom Kreis. Die Umsetzung ist sehr einfach, weil Sie so eine Fläche ja kaum noch mähen müssen. Es ist auch kostentechnisch ein Benefit, also sollte auch jeder Unternehmer eigentlich ein Interesse daran haben, was zurückzugeben. Man kann was Gutes tun und es spart am Ende vielleicht sogar noch Geld, ja, weil man es nicht jede Woche mähen muss, sondern nur zweimal im Jahr. Da gibt es dann einen speziellen Mähplan, den muss man einhalten und dann ist das eine Kleinigkeit.